It must be hard work. And here is the news. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Ravensburg Tower Stars. Wir haben einen Endstand vor 2584 Zuschauern von 3-5. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen, zu meiner linken Tower Stars Coach Jerzy Ehrenberger und zu meiner rechten ESVK-Coach Andi Brockmann. Herr Ehrenberger, Glückwunsch zum Sieg und Ihre Meinung bitte. Ja, also erstens guten Abend. Also gut, ich möchte vielleicht zuerst auch einen Glückwunsch aussprechen. Ja, ihr habt eine wunderschöne Halle hier gebaut in Kaufbeuren, mit echt Komfort für die Gästemannschaft. Also Gratulation zu dieser schönen Halle. Na, und habt ihr auch, glaube ich, als richtige Eishockey-Stadt ja, längst verdient. Ja. Gut, zum Spiel. Ja, gut, ich habe selber nicht gewusst, dass das alles so ein bisschen emotionell ist, na, Kaufbeuren gegen Ravensburg. Na, und das war, vom ersten Bulli bis zum letzten Bulli. War das für die Fans ja hochspannendes Spiel, na, waren alle Emotionen drinnen. Na gut, für uns war natürlich sehr wichtig, ja, dass wir dann ja, sehr gut gearbeitet haben. Genauso wie im letzten Spiel haben wir auch im letzten Drittel ja, beim Stande 2-2. Heute war das vielleicht ja, ein bisschen Vorsprung, na, aber ja, lange Zeit im Unterzahl. Na, und das haben wir sehr gut überstanden. Na, deshalb glaube ich, ja, dass wir durch die sehr hohe Kampfbereitschaft haben wir heute 3 Punkte geholt. Na, und ja, ich sage, na, man sieht, ja, dass wir ja, in der Tabelle nebeneinander stehen. Ja, die Unterschiede zwischen den Mannschaften sind sehr, sehr minimal. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute die 3 Punkte ja, hier holen könnten. Danke, Herr Ehrenberger. Andi, deine Meinung bitte. Ja, guten Abend. Gratulieren in Hirschi und Ravensburg zum Sieg. Zum Spiel. Ich glaube, erste Drittel, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Haben auch noch ein paar sehr, sehr gute Chancen gehabt. Aber es ist ein bisschen das Problem, gerade zu Hause tun wir uns extrem schwer mit dem Tore schießen. Aber das sollte normal kein Problem sein, auch wenn du 1-0 in die Pause gehst. Und im zweiten Drittel haben wir dann total verschlafen eigentlich. Da haben wir eigentlich Ravensburg viel zu viel aufkommen lassen. Und mein Gott, die haben gute Spieler und die haben aus 6 Chancen oder aus 5 Chancen haben sie halt 4 Tore gemacht. Und so geht das. Im letzten Drittel haben wir nochmal alles probiert und nach vorne gespielt, aber es ist natürlich schwer. Ravensburg hat sehr gut verteidigt und gut, wir haben dann auch nicht mehr den nötigen Druck hergekriegt. Wir haben ein paar Chancen noch gehabt, aber mein bestes Beispiel war allein bei Unterzahl laufen wir 2-0 und haben nicht einmal einen Schuss aufs Tor. Also wie gesagt, wir sind ein bisschen verunsichert, gerade zu Hause. Und das müssen wir natürlich ablegen, aber es hilft nichts, es geht weiter und es war nur ein Spiel. Eine kurze Nachfrage, Andi. Sebastian Osterloh musste vom Eis. Weißt du, wie es ihm geht? Ja, ich weiß noch nichts genau. Ich war Verdacht auf Gehirnerschütterung, aber genau das weiß ich nicht. Danke, Andi. Fragen gibt es, glaube ich, sonst heute keine mehr. Dann darf ich dann erinnern, dass das nächste Heimspiel des ESVK am kommenden Freitag um 19.30 Uhr ist und die Lausitzer Füchse in der Erkerschwarm Arena zu Gast. Unseren Gästen wünsche ich einen guten und gesunden Nachhauseweg und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.